Hallo, ich wünsche dir einen wunderschönen Sonntag. Ich möchte heute über ein Thema sprechen, das würde ich jetzt erstmal nennen: Leichen im Keller. Die Leichen im Keller, die vergrabenen Schätze könnte man es sympathischer nennen. Frag dich einmal, ob es in dir eine dunkle Truhe gibt. Ich sag mal, in deinem Unterbewussten, in deinem Unbewussten, eine dunkle Truhe, verschlossen natürlich, irgendwo im Keller, im Speicher, in einem Raum, in den du nicht betrittst. Symbolisch gesehen eine dunkle Truhe. Es ist ein Teil von dir selber da drin. Vielleicht sind da viele Dinge dran drin. Da sind so eine Art Schätze drin. Was findet man in so einer Truhe? In so einer Truhe findet man unabgeschlossene Teile deines Lebens. Da sind zum Beispiel drin Träume und Wünsche, die du irgendwann aufgegeben hast. Da sind drin Dinge, die du dir verboten hast, dir zu wünschen und haben zu wollen. Dinge, die mit Schmerzen verbunden sind. Menschen, da sind auch manche Menschen drin. Menschen, die du mal geliebt hast und die dir wichtig waren und die dich enttäuscht haben und zu denen du den Kontakt abgebrochen hast. In dieser Truhe befindet sich eine Menge, Menge Energie. Frag dich doch mal, was sind die drei wichtigsten Dinge, die drei wichtigsten Menschen, die drei wichtigsten Beschäftigungen, Dinge, was auch immer sich in dieser Truhe befinden könnte. Was sind die drei wichtigsten Energieträger in dieser Truhe, die du dir aus deinem Leben verboten hast oder verzichtet hast und die da drin in einem Dämmerschlaf ruhen? Was wäre, wenn, frag dich einfach mal, was wäre, wenn du diese Truhe öffnen würdest und mal hineinsehen würdest und dich fragen würdest, würde es sich nicht lohnen, das eine oder andere wieder zu beleben und wieder mit Liebe und mit Achtsamkeit in dein Leben zu integrieren? Ich mache jetzt extra so eine lange Pause, weil ich denke daran, dass es bei mir drei wichtige Teile gibt, die ich mir angeschaut habe, die in meiner Truhe liegen. Und ich frage dich jetzt, gibt es da Dinge, die du vielleicht wieder herausholen möchtest? Aber erstmal anschauen, nur mal anschauen. Nur mal einen Blick in die Truhe werfen. Es würde sich vielleicht sehr lohnen, weil stell dir vor, es braucht viel Kraft, um diese Truhe zuzuhalten. Und da drin sind Energien gespeichert, da ist vielleicht Liebe drin gespeichert, Freude, Lust. Ich glaube, es ist ganz spannend, sich mal mit diesem Thema zu beschäftigen. Ich wünsche dir eine nachdenkliche Stunde, falls du dieses Video gehört hast, und einen schönen Sonntag. Bis bald. Ciao.